Der Geschmack von Amortensia. Kapitel 4. Letztes Kapitel. Der verbotene Trank. Als Draco Hermione das nächste Mal in der Bibliothek sah, schien es, als wäre sie unglaublich erleichtert, dass es ihm besser ging. Sie lächelte mehr und war für Draco noch verführerischer, als sie es ohnehin schon war. Er fühlte sich wie ein Verdurstender in der Wüste, vor ihm eine große Flasche mit kühlem Nass, die für ihn jedoch verboten war. Und so reifte ein düsterer Gedanke in ihm heran. Vielleicht würde sie ja ihre Meinung ändern, wenn sie einmal mehr in ihm sehen würde, als nur einen Freund. Wahrscheinlicher war es jedoch, dass sie es ihm nie verzeihen würde. Aber spielte das überhaupt eine Rolle? Würden sie sich nach Hogwarts je wiedersehen? An diesem Nachmittag beschloss er, einen Amortensia zu brauen. Er würde es ihr nicht dauerhaft geben, das wusste er schon zuvor. Aber einmal nur wollte er das Gefühl haben, dass sie seine Zuneigung in genau dem gleichen Maß erwiderte. Der Raum der Wünsche war für das Brauen perfekt geeignet. Keiner kannte sich im Zimmer der verborgenen Dinge so gut aus wie er. In einer kleinen Nische setzte er den Trank an. Jeden Tag, an dem er an ihm braute, wurde sein Herz schwerer. Sie würde ihn hassen, wenn er sie vergiftete. Er fühlte sich schlecht. Jedes Mal, wenn er den Trank umrührte, wurde der Geruch und die Sehnsucht unerträglicher für ihn. Sie würde ihn hassen, und er verdiente es, gehasst zu werden. Dennoch machte er weiter. Nach 3 Tagen war der Trank endlich fertig. Er war perfekt geworden, was auch nicht anders von ihm zu erwarten war. Dennoch machte ihm sein Gewissen weiterhin einen Vorwurf. Hermione vertraute ihm, und er würde genau dieses Vertrauen missbrauchen. Kurz überlegte er, ob es das wert wäre. Die Menge, die er gebraut hatte, waren vielleicht 2 Portionen. Aber Hermione würde pro Tag eine brauchen, wenn sie verliebt bleiben sollte. Einen neuen Trank zu brauen, brauchte aber 3 Tage. Nur falls er es sich anders überlegte. Dann fasste er einen Entschluss. Sie musste sich dann eben innerhalb von nur 2 Tagen in ihn verlieben. Er wollte sie nicht dauerhaft vergiften und war sich auch nicht sicher, ob er das wirklich übers Herz bringen würde. Weiter von Gewissensbissen geplagt, füllte er die Hälfte des Trankes in eine unscheinbare Flasche um. Sie durfte nichts ahnen. Nachdem die Sonne untergegangen war, trafen sie sich an diesem Tag außerhalb von Hogwarts. Draco wollte Hermione die Sternbilder zeigen, welche die Namensgeber für seine Familie waren. Er hatte ihr gerade den Lux gezeigt, nachdem sein Vater benannt war, als er 2 Flaschen aus seinem Rucksack zog. In der einen war das Amortensia, in der anderen nur Wasser. Er reichte ihr die mit Amortensia. »Das habe ich extra für dich gemacht«, flüsterte er ihr zu. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Dann probierte sie einen Schluck und ließ ihn sich auf der Zunge zergehen. »Es ist Apfelsaft, nicht wahr?« fragte sie. Er antwortete nicht. Nach einem weiteren Schluck fuhr sie fort. »Und Minze. Das sind die beiden Hauptzutaten, stimmt's? Den Rest kann ich nicht so genau erkennen, aber es schmeckt wunderbar. Du musst mir dringend das Rezept geben. Es schmeckt so verboten gut.« Er antwortete nicht, sondern wartete ihre Reaktion ab. Würde sie sich gleich in seine Arme werfen, wie sie es bei Ron getan hatte? Würde sie ihn hier unter dem Sternenhimmel küssen? Vielleicht sogar lieben? Stattdessen wandte sie sich wieder ab von ihm und zeigte in den Himmel. »Wo ist eigentlich dein Sternbild, Draco?« Enttäuscht zeigte er es ihr. Sie blieben so, bis spät in die Nacht. Dann verabschiedeten sie sich und gingen in ihre Zimmer. Es war nichts Besonderes passiert. Draco
war sich sicher, dass Hermine den Amortensia getrunken hatte. Die Flasche war leer. Aber warum hatte er nicht gewirkt? Am nächsten Tag beschloss er, einen Experten zu fragen. »Sie wissen, Mr. Malfoy, dass es verboten ist, diesen Trank jemandem zu verabreichen?« fragte Slughorn mit hochgezogener Augenbraue. Draco nickte. »Ich habe ihn nur zu Übungszwecken gebraut«, log er, was Slughorn ungläubig die Stirn runzeln ließ. »Dennoch«, fragte Draco, »was stimmt nicht mit ihm?« Slughorn roch kurz an dem Trank, betrachtete die Farbe, schwenkte ihn ein paar Mal, um den schlieren Verlauf am Glas zu prüfen, und kam zu der Feststellung, »er ist perfekt!« Dann schüttete er ihn in den Ausguss für Schülerzaubertränke. Draco sah der Flüssigkeit lange nach. Da ging sie hin, seine Chance. Verwirkt. »Und warum könnte er nicht gewirkt haben?« hakte er nun endlich nach. Slughorn wusste eh Bescheid, auch wenn er ihm nichts nachweisen konnte. Solange der Lehrer keine Beweise hatte, würde er nicht aktiv werden. »Nun«, begann Slughorn, »wenn der Trank wirklich eingenommen wurde, hat er auch gewirkt. Es gibt natürlich gewisse äußere Umstände, die dazu führen, dass man die Folgen nicht unbedingt erkennt.« Das machte Draco stutzig. »Äußere Umstände?« hakte er nach. Slughorn nickte. »Nun, wenn es zum Beispiel eine Person ist, die es gewohnt ist, Gefühle zu verstecken, dann wird sie nach außen wesentlich weniger stark auf den Trank reagieren. Jemand dagegen, der seine Gefühle offen zeigt, wird natürlich wesentlich stärker nach außen reagieren. Dann könnte der Trank mit einem anderen bereits wirkenden Amortensia in Konflikt gekommen sein. Oder die Person ist bereits so sehr an Amortensia gewöhnt, dass die Wirkung gedämpft ist. Das geht bis hin zu einer kompletten Resistenz bei einer Einnahme über Jahrzehnte hinweg.« Der scharfe Blick des Lehrers ließ Draco leicht erschauern. »Sie haben doch nicht etwa jemanden dauerhaft vergiftet, Mr. Malfoy?« Draco schüttelte seinen gesenkten Kopf, konnte aber sehen, wie Slughorn seine Augen zu Schlitzen zusammenkniff. Scheinbar bestand er die Prüfung, zumindest dieses Mal, denn sein Hauslehrer referierte weiter. »Natürlich kann es auch sein, dass die Person bereits Gefühle in diese Richtung hat und sich dieser vollkommen bewusst ist und sie unterdrückt. In dem Fall wäre es durchaus vorstellbar, dass die Gefühlswallung, die dieser Trank bewirkt, mit den anderen Gefühlen einfach unterdrückt wird.« »Ach«, Slughorn seufzte lang. »Junge Liebe ist etwas Wunderbares, Mr. Malfoy. Sie sollten es nicht durch eine Fantasie ersetzen.« Draco nickte nur, bedankte sich und wandte sich zum Gehen. »Mr. Malfoy, lassen Sie mich Ihnen noch einen letzten Rat geben.« Draco drehte sich noch einmal zu Slughorn um. »Es gibt keine Grenzen, weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt. Das, was der Trank auslöst, ist nichts als Schein. Wenn Sie wirklich geliebt werden wollen, brauchen Sie Mut.« Er verstand nichts. Absolut gar nichts schien zu passen. Das, was Slughorn erzählt hatte, traf schlichtweg nicht auf Hermione zu. Und so beschloss Draco, das Einzige zu tun, das man in solchen Situationen tun konnte, ist überschlafen. Doch auch am nächsten Morgen blieb der erhoffte Geistesblitz aus. So begann er seine tägliche Routine. Wie immer war er der Erste im Bad. Er liebte es, sich ausgiebig Zeit beim Zähneputzen zu nehmen. Schließlich wollte er niemanden mit schlechten Arten umbringen. Wer auch immer diese magische Zahnpasta mit Wildminzgeschmack erfunden hatte, dem sollte der Merlinorden erster Klasse verliehen werden. Er hielt kurz inne. Minze? Hatte Hermine nicht gesagt, der Amortensia schmecke nach Minze? Und was war es noch? Ach ja, Apfelsaft. Äpfel.
Er würde einen Apfel zum Frühstück essen. Ein Apfel pro Tag? Arzt erspart, war ein Sprichwort, das seine Mutter zu sagen pflegte. Er würde noch einen zweiten mitnehmen. Zwei Äpfel pro Tag hält den Stab steif und stark. Dieser Spruch kam von seinem Vater. Allerdings würde er ihn nie in Anwesenheit seiner Mutter aussprechen. Draco hatte dennoch beschlossen, sich an die Weisheiten seiner Eltern zu halten. Einfach, weil er Äpfel liebte. Konnte es sein, dass Hermione... Er beschloss, es zu wagen. In Zaubertränke, das Gryffindors mit Slytherin gemeinsam hatten, bildeten er und Hermione ein Team. Als er sie sah, rutschte sein Herz erneut in die Hose. Was, wenn es doch nicht so war? Granger, begann er eher zögerlich, während sie die Ingredienzien für den Trank vorbereiteten. Gibt es Dinge an mir, die mich, naja, die mich attraktiv machen? Sie sah ihn verständnislos an. Was meinst du? Naja, da gibt es dieses Mädchen, das ich beeindrucken will, aber ich weiß nicht mit was. Und du willst jetzt, dass ich dein Ego streichle? Fragte sie abfällig, atmete tief durch und meinte dann, na gut, du bist ein toller Zuhörer. Frauen lieben das. Außerdem bist du intelligent und man kann mit dir über alle wissenschaftlichen Themen reden. Du bist emotional und hinter der Mauer, die du über Jahre errichtet hast, ein sensibler Mensch. Und du bist wesentlich besser, als du es anderen zeigst. Reicht das, um dein Ego zu pushen? Er starrte sie an. Mit mir kann man über wissenschaftliche Themen reden. Und mein blendendes Aussehen erwähnst du nicht mal. Sowas kann auch nur von dir kommen, Granger. Sie lachten beide leise. Dann arbeiteten sie weiter. Nach einiger Zeit sprach er sie wieder an. Hey, Granger, wie war das eigentlich mit dir und Weasel? Warum seid ihr beide zusammen? Sie zuckte mit den Schultern. Es ist das, was von uns erwartet wird. Er kniff die Augen zusammen. Das ist kein Grund. Ich meine, von mir wird erwartet, dass ich die nächste Todesarmee anführe und ich habe keinerlei Ambition, diese Erwartungen zu erfüllen. Das ist etwas an... wollte sie widersprechen, wurde jedoch unterbrochen, als Draco so stürmisch seine Lippen auf die ihren presste, dass ihre Zähne mit einem leisen Klick gegeneinander schlugen. Als sie sich voneinander lösten, grinste er sie frech an. Alle anderen Schüler um sie herum starrten sie nun an. Ich denke, wir haben gerade alle Erwartungen, die an uns gestellt wurden, enttäuscht. Und mit diesen Worten zog er sie erneut zu sich. Sanfter diesmal, ohne jeden Zwang, ließ sie sich erneut von ihm küssen. Er konnte spüren, dass Tränen über ihre Wangen liefen und hoffte, dass dies wegen des Drucks war, der endlich von ihren Schultern genommen wurde. Zumindest schien sie in seinen Händen wie warmes Wachs zu zerschmelzen. Erneut stieg ihr Geruch in seine Nase. Als Kind hatte seine Mutter ihn einmal in die Muggelwelt mitgenommen und sie hatten Vanilleeis mit heißen Himbeeren gegessen. Es war eine Erinnerung, die er nie vergessen hatte. Wie nannten die Muggel das noch? Ach ja, heiße Liebe. Der Moment hätte perfekt sein können, wäre dann nicht im Hintergrund die Stimme Slughorns gewesen. Mr. Malfoy, es freut mich, dass Sie scheinbar Ihren Mut gefunden haben. Dennoch bitte ich Sie, sich außerhalb meiner Stunde zu kopulieren. So, das war der Geschmack von Amortensia. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr doch irgendwelche anderen Geschichten habt, die ihr vertont haben möchtet, oder wenn ihr zum Beispiel auch für ein Gemeinschaftsprojekt offen wärt oder was Ähnliches, ich bin dabei. Also, bis bald! Ach, und bevor ich es vergesse, ich habe da noch eine andere FF.
Da hätte ich ein ganz großes Anliegen, wenn irgendjemand Lust auf Probelesen hat. Die ist jetzt 25 von 30 Kapiteln fertig, veröffentlicht ist noch nichts. Ich veröffentliche immer erst, wenn ich alles fertig habe. Ist so ein Grundsatz von mir. Einfach weil mal kann mit der Arbeit was schief gehen. Ich bin auch schon mal ziemlich schwer erkrankt. Da ist dann auch nichts mehr gelaufen. Mir hat es mal den Rechner zerschossen. Da habe ich glaube, an die 100 Kapitel verloren von nicht veröffentlichten FFs. Das war ganz lustig. Ich habe, glaube ich, ein Vierteljahr lang habe ich mich hingesetzt und nur geschmollt. Aber ich wäre bei allem dabei. Okay, ciao, ciao.